Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video bei mir mit dem Spiel Dreamscaper. Ein Roguelite-Spiel der etwas anderen Art. Wir spielen in diesem Spiel einen Charakter, der von luziden Albträumen geplagt ist. Also, wer nicht weiß, was luzide Träume sind, das sind Klarträume, wo der Betroffene Einfluss hat, was in dem Traum passiert. In diesem Fall ist es nicht anders. Wir bekämpfen hier die Albträume der Person. Sterben wir, ist das wieder vorbei, wir haben alles verloren, aber wir nehmen bestimmte Crafting-Items mit, wir können dann in der richtigen Welt, also außerhalb der Träume, dann noch mit Leuten reden, uns mit denen anfreunden und wenn wir uns mit denen angefreundet haben, schalten wir so neue Sachen frei. Mit den Sachen, die wir aus den Träumen mitnehmen, können wir ja wie gesagt Items craften, die können wir diesen Leuten schenken, dann geht das nochmal ein bisschen schneller. Ja, und das ist eigentlich schon das ganze Spielprinzip. Ich hoffe, ihr habt jetzt viel Spaß mit dem Video. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zu Dreamscaper. Einem Spiel, wo wir gegen Viecher kämpfen. Hoffen, dass wir überleben. Ich hatte das Spiel schon mal gespielt. Auf meinem alten Channel. Da hat es aber ein bisschen rumgebackt, weil mein Controller im Arsch war. Sollte jetzt aber diesmal hier nicht der Fall sein. So, habe ich Bomben? Nein. Ja. Für die, die das Spiel nicht kennen, es ist ein Roguelite-Game. Ihr prügelt euch, ihr tötet Viecher, hofft, dass ihr überlebt und das war's auch schon. Ist momentan kostenlos. Also, wer Bock drauf bekommt, dank dem Video. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, den ersten Boss diesmal zu schaffen. Zack. Bitte nochmal. Okay, unter mir ist schon der Boss. Ich weiß nicht, wo ich einen Schlüssel her habe, aber ich habe einen Schlüssel. Oh, der Schatzraum. Nein. Ich könnte einen Bogen gebrauchen. Oh, das macht aber, dass meine Abilities schneller funktionieren. Ich nehme den Bogen, weil das ein deutliches Upgrade ist. Aber ich will nur kurz was vorher gucken. So. Auf welcher Taste war denn nochmal der Bogen? Ah, auf Shift war's. Okay. Ich müsste mal ein paar Bomben finden für den Raum da oben. Als ob ich euch angreifen lasse. Oh, ein Heiltrank. Nehme ich. So, er hat seine Schüsse verbraucht. Ich habe alle geblockt. Ich habe jetzt endlich mal auch Bomben. Die muss ich sinnvoll einsetzen. War das nicht? War es auf T? Ich lerne gerade nochmal, wie man Bomben legt. Ah, auf der Taste war es. Und ich kriege ein paar Sachen, womit ich Sachen craften kann. Um die Menschen zu erfreuen. Okay, hier brauche ich schlicht und ergreifend einen Schlüssel. Habe ich nicht. Nehme ich mal die Abkürzung nach oben. Gucken, was wir hier noch in den anderen Räumen finden. Es bringt immer was, die einfach aus dem Gleichgewicht zu bringen. Der eine ist jetzt richtig schnell gestorben.
Aua. Eine neue Bombe. Nehme ich. Da fällt mir ein. Bomben. Da war doch was. Schlüssel. Und ein Pfeil. So, jetzt kann ich den Schlüssel hier verwenden. Und eine bessere Version von meiner jetzigen Waffe. Das klingt für mich gut. Ja, den Großen erstmal wegprügeln, damit ich den Kleinen leichter verprügeln kann. Ja, ich habe gelernt, wie man ein Schild benutzt. So, ich hatte noch einen Schlüssel. Snowman. Alle Angriffe kriegen auch noch einen Eisschaden drauf. Das klingt mega nice. Hier muss ich erst freispringen. Ich brauche, ich kriege hier drei Schlüssel. Ich hatte mich kurz verlesen. Ich dachte, ich brauche jetzt drei Schlüssel und hatte deswegen innegehalten. So, letzter Raum, den wir prüfen müssen, beziehungsweise letzte Richtung. Man kann die Schlüssel auch reflektieren. Das vergesse ich jedes Mal. Okay, ich habe mehr als genügend Pfeile. Mehr als 10 kann ich nicht haben. Das heißt, ich kann die doch jetzt auch mal ruhig benutzen. Warum auch immer der erste Pfeil gerade nicht getroffen hat. Da kann ja auch alles Mögliche drin sein. Pam! Meine Güte. Ich benutze den Bogen fast gar nicht. Und so habe ich mir einen stärkeren Bogen geholt. Zack, zack, zack. Über mir ist ein Nahen, deswegen gehe ich erstmal rechts. Stimmt ja, ich konnte auch noch ausweichen, was ich alles vergesse. Als ob ich euch angreifen lasse. Hier war doch irgendwo noch einer da. Und noch eine Bombe, ja. Hier muss ich mich auch eh erst durchspringen. Eine doppelte verschlossene Tür. Oh. Okay, dafür gibt es ja aber was Nices. Eine Fähigkeit, womit ich Schaden machen kann. Ja, ein bisschen mehr Speed. Ich glaube, ich nehme die Explosion. Das ist jetzt eine Zweitfähigkeit. Wirkt recht nice. Die bringt mir auf jeden Fall was, wenn ich es mal an einen Gegner ran schaffe. Weil jetzt kommt der Boss. Vorher kann ich mir hier noch im Laden was Schönes kaufen. Ich bräuchte eigentlich das Leben am meisten. Ich hole mir jetzt noch die zwei Pfeile. Ach komm, damit der Raum komplett clear ist. Alle Räume nochmal eben abgucken.
wo noch was sein kann. Hier habe ich zum Beispiel die blauen Dinger vergessen. Toll, ich hätte den Trank oben nicht kaufen müssen. Kann ich aber als Heilung nach dem Kampf verwenden. Ja, da liegt jetzt nur das eine Item von mir. Ja. Dann stürzen wir uns mal in den Kampf. Pickup. Jetzt haben wir eine wunderschöne Filmsequenz. Von einem Vieh, das mich umnieten will. Als ich das Vieh zum ersten Mal bekämpft hatte, hatte ich nicht verstanden, wie ich es bekämpfen soll. Wie ist meine Explosion? Jetzt weiß ich, dass ich es hochjagen muss. Und ich verstehe nicht, wie ich dem Angriff ausweiche. Ah, okay. Erst wenn er den Sprung macht. Muss aufpassen, dass ich mich nicht selber komplett in die Luft jage. Ja, und bin tot. Ja, Zeit aufzuwachen, ne? Es war nur ein Albtraum. Ich bin nicht wirklich gestorben. Ja. Jetzt bin ich wach. Jetzt kann ich ein paar Geschenke machen. Ich suche gerade die Taste, wo das geht. Okay, bei J. So, Craft. Und jetzt könnte ich hier, wenn ich die Sachen habe... Wenn ich habe, wird es mir grün angezeigt. Könnte ich was craften und damit könnte ich mich mit Leuten aus der Stadt besser verstehen. Ich kann aber auch so mit denen reden. Ich kann momentan eh nichts craften. Ich könnte auch mal auf Available gehen, dann sehe ich, was ich craften kann. Und ihr seht, es ist nichts. So, wir haben den einen Teil des Spiels gesehen, jetzt ist es halt für den zweiten, nämlich, dass wir die Leute treffen. Hier zum Beispiel ist jetzt ein Typ, der nennt sich Bruce, mit dem kann ich einfach reden. Dann steigert sich das hier ein bisschen, mit Gift kann ich das auch nochmal ein bisschen steigern. Wenn das levelt, dann schalte ich neue Sachen für mich frei. Heißt, ich muss mich mit den Leuten richtig gut verstehen. Einfach mit denen reden. So. Hier sind jetzt auch nochmal zwei Leute. Die wollen aber, glaube ich, auch nicht wirklich was mit mir zu tun haben momentan. Ja, die will noch nicht mal mit mir reden. So, an dieser Stelle ist das Video jetzt zu Ende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn ja, dann zeige ich das anhand eines Abos und eines Likes. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, Leute!